Wir haben heute hier eine Tüte. Was ist das? Haribo. Wahrscheinlich ist es eine dieser Marken, die auch gerade super subventioniert werden, wie Adidas und Lufthansa. Also eigentlich eine verbotene Marke. 360 Gramm. Das muss wohl eindeutig mehr als 250 Gramm sein, also eine größere Packung als sonst. Wie aufregend. Haribo macht Kinder froh. Kinder dürfen heutzutage nicht mehr glücklich sein. Kinder sollen einsam und verlassen sein. Wahrscheinlich ist deshalb das eine Maxi-Packung, damit die Kinder lange genug ruhig bleiben. Okay. Das Buchbild schön, wie immer. Sowas muss sein. Und bunt ist es. Bunt ist es vor allem. Und es ist tropisch, weil wir dürfen ja auch nicht mehr reisen. Wir wollen aber reisen. Also reisen wir mit dieser Packung in ferne Länder mit Papageien und Ananas. Yeah! Ist das nicht toll? Und dann haben wir viele verschiedene Früchte, die wir hier finden. Das Ganze heißt auch Topi Frutti. Ist ein bisschen komisch, weil Topi Frutti hört sich ein bisschen italienisch an, aber es weist ja auf fernasiatische oder karibische Inseln hin. Ne? Okay, wollen wir es öffnen? Wollen wir das wirklich versuchen? Glücklich sehe ich hier hinten ohne künstliche Farbstoffe. Da hoffen wir, dass das auch stimmt und man selbst sich nicht irgendwie verfärbt, wenn man die anisst oder an sich verschmiert. Und eine Portion entspricht einer kleinen Handvoll. Das verstehe ich nicht. Das werden wir aber gleich mal testen. Wollen wir das mal tun? Okay. Ist es einfach zu öffnen? Nee, nicht so wirklich. Ah, doch, es ist doch einfach zu öffnen. Man hat es in einem Rutsch, hat man es hier vorne komplett breit, also auf der Längsseite, auf der vertikalen, auf der höheren Seite. Es ist ja nicht ganz quadratisch, also hier oben an der Hochkantseite aufgemacht und atmet den frischen Duft dieser vielen künstlichen Aromen ein. Und sieht auch gleich, es ist wirklich eine ganz gute bunte Mischung. Man hat wirklich jede Farbe, also es wird auch eindeutig gesagt, das sind natürliche Farben, weil sie sind nicht wirklich grellbunt, sondern sie sind einfach nur matt. Matt bunte Farben. Das heißt für uns im Ökodeutsch, das ist Bio. Toll. Dann wollen wir das mal probieren. Welche Farbe nehmen wir denn jetzt mal als erstes? Naja, nehme ich mal das, was am meisten hell ist. Rot. Rot wie mein Pulli. Fast dieselbe Farbe. Was ist das denn? Also mit den Figuren? Ah, das ist der Papagei übrigens, der vorne drauf irgendwie zu sehen war. Ja, damit hatte ich gerechnet. Knatschig, wie es sein soll. Scheiße, ich muss. Es hängt an den. Was machst du? Das Rotwein lang. Nein. Mach, was du meinst. Ich probiere dafür nochmal hier sowas. Eine Banane. Bananengeschmack. So. Ganz fern. Ganz tief aus der Ferne. Der Karibik. Oder der Kanaren. Oder wo auch immer ich meine Banane vermute. Da ist sie auch. Ganz, ganz fern allerdings. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt nur eine neue Ultraschall-Zahnbürste haben, weil danach brauche ich, glaube ich, unbedingt einmal eine richtige Zahnreinigung. Weil das klebt natürlich ungemein an allen Ecken und Enden. Wahnsinn. Dann wollen wir auch noch mal was Grünes. Grün ist auch wieder der Papagei. Da bin ich ein bisschen... Ich hätte ja gedacht, jede Farbe hat sein eigenes. Hier das zum Beispiel hat ja auch sein eigenes. Dann gibt es hier, hier gibt es noch natürlich was Schönes Grünes, eine Palme. Ich nehme auf jeden Fall die Palme. Die probiere ich mal. Ja, aber letztendlich überzieht sich bei allen Geschmäckern der selbstgleiche künstliche Gummigeschmack. Und wenn man dann immer weiter isst, hat man eigentlich keine Unterschiede mehr. Also insofern ist es das, was wir von der Tüte erwarten können. So lange wie wir essen, immer 360 Gramm lang, derselbe Geschmack in unterschiedlichen Farben.
Haribo, wir danken dir. Finito.